Himmlische Eindrücke gibt es heute von der Nachkommen geprüften Linienalternative. So, herzlich willkommen. Wir sind ja hier auf dem Zugbetrieb vom Bullen Himmlisch. Der ist von der Rave-Tochter Laval. Die Kuh steht auf dem Betrieb mit der 7. Laktation. Die L-Linie bei mir ist relativ erfolgreich. Da stammt bereits der bekannte Bulle Fanadin. Es sind auch weitere Bullen eingestellt worden. Ja, die Kuhlinie, die L-Linie ist bei mir, hat sich sehr potenziert im Betrieb. Ich denke, dass es mittlerweile 50% ausmacht. Das sind sehr ruhige Kühe vom Charakter her. Sehr gut zu melken. Zeigen sehr viel Kaliber. Also ich bin der Geschossmann Thomas aus Unterschönbach, vom Fleckvieh-Zuchtbetrieb Geschossmann. Und ja, mit der Himmlisch-Tochter Lancia habe ich zum Beispiel an der Jungzüchterschau online teilgenommen. Ist eine Kuh mit einem schönen Alter, guten Exterieur. Und ja, zweite Gruppensiegerin ist sie da geworden. Eine ganz ruhige, brave Kuh zum Umgehen. Ja, und das ist auch was Besonderes, wenn man mit einem eigenen Produkt, was der Vater züchtet hat, dann auch bei einer Tierschau teilnehmen kann und dann auch noch Gruppenzweite wird. Ich habe halt Beutel machen dürfen mit unserer Kuh, mit der Lancia. Und also mich ist es voll gefreut, dass ich da die Kühe vom Papa oder von unserem Hof präsentieren darf. Ja, weil wir doch wirklich schöne und vorzeigbare Kühe haben und gute Bullenmütter sind. Und ja, da können wir dann wirklich mal ein bisschen die Mühe machen und ein schönes Beutel machen. Gleich drei Himmlischtöchter konnten wir bei Familie Geschossmann fotografieren. Sie zeigen hervorragend die Qualitäten dieses Ausnahmebullen im Exterieur auf. Himmlischtöchter stehen auf guten, trockenen Fundamenten und haben sehr schöne, hervorragend aufgehängte Euter mit optimal platzierten Strichen und eindrucksvoller Beauderung. Himmlisch selbst fühlt sich im neuen Bullenstall sichtlich wohl. Gleich daneben sein bester Sohn Himmelblau. Der dunkelrot gedeckte Himmlisch hat viel von seinem Vater Himeros. Zum einen das gute Grundfutteraufnahmevermögen, zum anderen die gute Umsetzung in Bemuskelung und Fleischansatz. Gepaart ist das mit einer tollen Fitness und damit einer langen Nutzungsdauer der Himmlischtöchter. Glückwunsch an die Züchterfamilie Geschossmann, dass sie mit Himmlisch einen Doppelnutzungsvererber der Spitzenklasse gezüchtet haben. Der richtig linienalternative Himmlisch ist ein Geschenk für alle Fleckvieh-Fans.